Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute soll es um eine, ja ich sag mal, ein kleines Problem in unserem neuen Pepper gehen. Und zwar ist es darum, dass hier es ein wenig klappert und das zeigen wir euch nach unserem Intro. Ja, uns ist aufgefallen, dass bei der ersten Fahrt sozusagen es hier etwas geklappert hatte, und zwar auf der Autobahn bei einer Geschwindigkeiten, sage ich mal, die dann ja ein bisschen höher sind, dann fängt das Ganze hier unter an zu klappern. Man hört es auch, wenn ich hier so ein bisschen mal gegendrücke, wir horchen mal hin. Und ich habe jetzt nicht dolle dagegen ich sag mal drückt oder sowas, sondern das hört sich so nach einem Kabel an. Wie das Ganze jetzt passiert und ja, ich sag mal, was wir jetzt machen, das müssen wir uns selber erstmal einmal anschauen. Wir werden jetzt erstmal versuchen, diese Verkleidung hier abzunehmen und dann schauen wir mal, was da drunter ist und gucken mal, ob wir dementsprechend dort ein Kabel finden, was wir vielleicht dann festmachen oder so, und hoffen, dass wir das in den Griff bekommen. So, jetzt hier ein bisschen rüberschieben das Ganze. Wunderbar. Und dann sehen so. Wir doch das schon mal hier. So, jetzt sehen wir schon mehr. Hier liegt das Kabel. Hier liegt das Kabel. Das ist es hier. So, wie man sehen kann, haben wir jetzt hier, ja, ich sag mal, alles auseinandergenommen. Es ist schlimmer, Quatsch, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Also, wir haben den Übeltäter gefunden. Es ist im Endeffekt dieses Kabel, was auf dieser Balustrade oder auf diesem Brett, sage ich mal, das ist ein Holzbrett, was dann schön mit, ja, ich sag mal, so einem Kunstleder oder Leder überzogen ist. So ganz genau weiß ich nicht, was es ist, ob es Kunstleder ist. Ich glaube eher Kunstleder. Ja, das werden wir jetzt versuchen fest zu, ja, bekommen, sage ich mal. Entweder, dass wir das hier an dem Kunststoff oberhalb mit einem Panzerband befestigen, oder dass wir das, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, hier auf diesem, auf dieser, ja, auf dieser Oberfläche befestigen, so dass das gar nicht mehr so viel hin und her klappern kann. Das Ganze, ich sag mal, auseinanderschrauben, bauen, wie auch immer, war gar nicht so schwer. Man musste halt einmal kurz gucken, wo denn die ganzen Anschlüsse sind. Unter anderem befinden sich in den Ecken. Da haben wir so eine, ich sag mal, Blenden abgenommen, und dann haben wir darunter Schrauben gehabt. Die sind dann im Prinzip hier drin verschraubt. Hier sieht man das Gegenstück dann dazu. Die Seiten, damit die nicht klappern, sind die mit Klett hier verbunden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen abgegangen. Das werden wir dann dementsprechend auch wieder mit dran kleben. Und wo wir auch noch Schrauben gefunden haben, das war dann in dieser Holzleiste, also sprich unter den Lampen. Die müssen dann dementsprechend rausgenommen werden. Die können ganz einfach mit einem, ja, ich sag mal, Spatel, wo habe ich eine? Ah, da liegt er, ja. Da habe ich eine vergessen. Einfach mit einem Kunststoffspatel, damit man natürlich auch nichts am Kunstleder kaputt macht, dann dementsprechend rausgenommen werden. Genauso wie diese Verblendung für die Ecken. Das geht wirklich sehr gut. Also insgesamt haben wir jetzt hier 6 Schrauben gehabt und dann dementsprechend die Klettverschlüsse. Da kann man dann auch mit einem Spatel ganz gut rein, schön vorsichtig. Und dann kann man das Ganze nach hinten schieben. Das Ganze wäre nämlich bis hier ran. Und wir haben es jetzt einfach ein paar Meter oder ein paar Zentimeter nach hinten geschoben, so dass wir das jetzt beheben können. So, nichts mit Kleben. Wir haben uns das jetzt alles ein bisschen anders überlegt. Wir nehmen einfach ein Cuttermesser und wir haben hier solche, ich sag mal, solche Blöcke, genau. Das zeige ich hier einfach mal einmal, und wir nehmen das dann und schneiden das einfach so ein bisschen ein, ein Stückchen. Diese Blöcke haben ja eine Stärke, glaube ich, von, wenn ich es jetzt überlege, wir haben irgendwo einen Zollstock, kleinen Moment, das kriegen wir raus. Da ist ein
Maßband. Wir haben hier eine Stärke von 45, weiß nicht, ob man es sehen kann, von 45 Millimetern. Und somit reicht das auch, wenn wir hier uns das mal anschauen. Wir haben jetzt hier schon mal ein paar reingesetzt sozusagen. Einfach die Kabel eingeklemmt und gut ist die Kiste. Das Ganze machen wir überall dort ein paar Mal, immer wieder. Und dann setzen wir das einfach genau hier zwischen rein, so dass dieses Kabel eigentlich dann gar nicht mehr klappern kann. So, wir haben das Ganze jetzt hier untergeschoben, unter diese sozusagen, unter diese Verkleidung, haben das dann da drunter geklemmt. Wir gehen davon aus, dass es dadurch dann jetzt auch nicht mehr rumwackelt. Also das ist hier schon relativ fest, das muss man schon sagen. Und dieses Kabel sollte dann auch keine großartigen, selbst wenn es sich noch ein ganz bisschen bewegt, aber es sollte keine großartigen Klappereien mehr machen. Wir wollen mal das gleich wieder zurückschieben und dann mal ausprobieren. Ja, was soll man sagen? Ich würde sagen, es ist erfolgreich. Was wir jetzt gemacht haben, ist einfach nur wieder diese Verblendung hier nach vorne geschoben, sprich hier an das Fenster wieder ran. Und ja, wenn man jetzt hört, da ist kein Geklappere mehr. Klar, wir sind hier in einem, ich sag mal, ausgebauten Wohnmobil. Und dass das hier noch überall ein bisschen schwingt und so weiter, das ist ja auch normal. Aber zumindest ist es nicht mehr, also klappert das Kabel nicht mehr. Und hundertprozentig festgeschraubt haben wir es auch noch nicht. Ja, was soll man sagen, soweit hält das alles, also es ist alles wieder soweit zusammengeschraubt. Ein Klappern haben wir jetzt bisher aktuell nicht mehr wirklich gehabt. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Aktion, die relativ schnell geht, also sehr einfach zu beheben ist. Ich glaube, dafür muss man nicht unbedingt jetzt nochmal in die Werkstatt extra zurück. Nichtsdestotrotz kann man natürlich beim Kauf gleich drauf achten, das macht schon Sinn, aber ja, für die Leute, die das Problem halt haben, dass es hier klappert während der Fahrt, ist das auf jeden Fall eine gute und schnelle Alternative. Wir haben jetzt circa mit den ganzen Sachen zusammensuchen und so weiter ungefähr eine Stunde gebraucht, haben uns aber auch Zeit gelassen und wussten ja nicht genau, wie baut man alles auseinander. Also das heißt, man hat das in aller Ruhe dann dementsprechend beseitigt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gern einen Daumen nach oben da. Der Marcel, der war ja heute nicht dabei, weil es halt ein komplettes Technikvideo halt betrifft. Mein Vater, der hat mir ein bisschen geholfen hierbei, beziehungsweise es ist ja deren Fahrzeug, also das heißt, er hat mir natürlich ein bisschen beiseite gestanden und genau. Ansonsten teilt dieses Video gerne, dass so viel wie möglich Leute, die das Problem haben von irgendwelchen Klappereien, doch sich schon mal da auch rantrauen. So schwer ist das Ganze einfach gar nicht. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als ja, liken, teilen, abonnieren und dann sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Folge von Kreuzfahrtbulli. Ciao! Schön. Jetzt können wir das alles sehen. Jetzt kann ich das nämlich auch schön mal hier vorholen und dann kann ich dir das mal ein bisschen erklären, was wir jetzt hier gefunden haben. So.